Hallo zusammen, mein Name ist Markus Klug. Ich gehe jetzt ins Internet und hier sind ja zwei Reiter offen. Einmal der Reiter Privat, mehr Erfolg in der Recherche, Web 2.0 Tools. Dazu werde ich gleich kurz was erzählen. Und dann sehen wir hier die Oberfläche von Twitter. Ganz genau formuliert handelt es sich dabei um die Oberfläche des Twitter-Kanals vom Dialog- und Transferzentrum Demenz. Ja, ich habe es kurz gesagt, mein Name ist Markus Klug. Ich arbeite für das Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Witten-Herdecke. Und mein Job besteht darin, das Wissen aus der Demenzforschung an Praktiker und Entscheider aus der professionellen Pflege, aus der Gesundheitsbranche zu kommunizieren. Und dafür nutzen wir beim Dialogzentrum Demenz unter anderem soziale Medien. Das können Videos auf YouTube sein, das können kurze Nachrichten und Informationen auf Twitter sein. Ja, das ist hier der Twitter-Kanal vom Dialog- und Transferzentrum Demenz. Und dann haben wir noch einen Blog, den sehen wir hier. Und hier sehen wir einen Artikel, der gerade noch in der Privateinstellung ist. Das bedeutet, der Artikel wird erst später veröffentlicht. Es geht um die Reihe Mehr Erfolg in der Recherche. Dort vermittle ich Ihnen, also professionellen Pflegekräften, Entscheidern aus der Gesundheitsbranche und Praktikern, Wissen, Informationen zu der Frage, wie Sie mit der Hilfe von digitalen Tools, mit der Hilfe des Social Webs besser recherchieren können, wie Sie vor allem eine Menge Zeit sparen, wenn Sie häufiger mit Rechercheaufgaben in der professionellen Pflege zu tun haben. Und im letzten Teil unserer Serie Mehr Erfolg in der Recherche geht es vor allem darum, wie man mit Web 2.0 Tools wie etwa Twitter, aber Sie werden auch gleich noch andere Tools kennenlernen, erfolgreich recherchieren kann. Ja, der Begriff Web 2.0 stammt ursprünglich von Tim O'Reilly und bedeutet im Grunde genommen nutzerfreundliche Anwendung im Internet, denn früher war das überhaupt nicht selbstverständlich, da musste man noch Programmierer sein, um solche Dinge wie einen Blog im Internet aufzusetzen. Das ist heute dank solcher Content-Management-Systeme wie zum Beispiel WordPress recht einfach handhabbar und das gilt auch für die ganzen sozialen Medien, die Sie zum Teil ja auch mit Sicherheit kennen. Facebook, Twitter, Slideshare, ja, es gibt eine Menge Tools und Kanäle im Social Web, die sicherlich auch was für die Kommunikation in der Pflege sind und die sich auch teilweise dazu eignen, nach Informationen und Wissen Ausschau zu halten, dieses zu verwalten, dieses miteinander zu teilen. Was ich Ihnen heute zeigen will, ist, wie Sie auf Twitter eine Liste anlegen. Häufig ist ein Social Web Kanal sehr unübersichtlich, vor allem wenn Sie schon sehr viele Tweets in so einem Kanal haben. Ja, beim DZD sind das momentan 1432 Tweets, also 1432 Kurznachrichten, die wir im Laufe der Zeit seit Oktober 2012 veröffentlicht haben. Wir folgen 30 Personen und Organisationen, haben aktuell 400 Follower, also Leute, die unserem Kanal folgen. Und hier sind wir auch schon bei der Geschichte, worum es jetzt gerade in diesem kürzeren Screencast-Format geht, nämlich bei den Listen. Wenn Sie im Social Web andere interessante Organisationen und Personen finden, die Ihnen in der Recherche weiterhelfen, wenn Sie also nützliche Informationen auf Twitter finden und wenn Sie auch mit anderen Experten und professionellen Pflegekräften, professionellen Kräften aus der Gesundheitsbranche mehr kommunizieren wollen, dann kann Ihnen sicherlich die Listenfunktion dabei nützlich sein. Ja, wie legt man so eine Liste an? Ich gehe jetzt mal auf Liste und da sehen Sie schon, dass ich bereits eine Liste angelegt habe. Die heißt Tools für die Recherche. Und diese Liste hängt mit dem Artikel Mehr Erfolg in der Recherche Web 2.0 Tools zusammen. In dieser Liste finden Sie nämlich Twitter-Kanäle zu den Tools, die wir in diesem Beitrag besprechen. Dazu gehört beispielsweise das Tool Evernote,
Mit Evernote können Sie alle Informationen, die Sie im Netz finden, klippen. Das bedeutet, Sie können sie festhalten und selber entscheiden, ob Sie als Artikel oder als Lesezeichen in das Tool integrieren wollen. Das ist sehr nützlich, wenn man viel im Internet unterwegs ist und in dieser Reihe mehr Erfolg in der Recherche. Web 2.0 Tools haben wir bereits auch 2 Beiträge zu diesem Tool veröffentlicht. Dort erfahren Sie, wie Evernote funktioniert. Wenn ich jetzt hier draufklicke, Tools für die Recherche, dann sehen Sie bereits, welche Tools Sie unter diesem Ordner finden. Sie finden dort zum Beispiel auch Buffer und einige andere Tools, die wir dort extra für Sie abgelegt haben. Und wenn Sie wissen wollen, was das für Tools sind, dann sollten Sie diesen Artikel genauer lesen, nämlich in diesem Artikel wird genauer beschrieben, um was für Tools es sich handelt und wofür sich diese Tools eignen. So, jetzt habe ich mir mal überlegt, wenn wir jetzt eine weitere Liste auf Twitter anlegen wollten, angenommen Sie hätten einen Twitter-Kanal, übrigens finden Sie auf YouTube hervorragende Einführungen in die Frage, wie man einen Twitter-Kanal anlegt. Deshalb spare ich mir das jetzt auch an dieser Stelle, Ihnen das zu erklären. Also wenn Sie eine Liste anlegen wollen, dann können Sie jetzt hier einfach auf den Button klicken, neue Liste erstellen. Und jetzt könnte die Liste ja heißen Demenz. Ja, nennen wir die mal der einfach halber Demenz und sagen wir mal Liste speichern. So, jetzt sehen Sie, dass die Liste angelegt ist, ja, die Liste Demenz. Jetzt könnten wir wieder auf die Startseite gehen und dann wieder auf den Kanal des DZD, auf unsere Oberfläche. Und hier sehen Sie jetzt auch direkt, dass es bereits schon 2 Listen gibt. Das heißt also, die Liste Demenz ist jetzt auch angelegt und jetzt könnten wir weitere Kanäle auf Twitter suchen, die mit dem Thema Demenz zusammenhängen und die in unsere Liste integrieren. Das ist auch genau die Funktion der Liste. Das schafft Übersicht und Sie dokumentieren gewissermaßen auch Ihre Rechercheergebnisse, wenn Sie auf Twitter unterwegs sind. Und jetzt gehen wir mal auf den Punkt Folge ich. Folge ich ist ein Überblick dazu, welchen anderen Organisationen und Personen Sie auf Twitter bereits folgen. Beim DZD sind das 30 Personen. Hier sehen Sie solche Personen wie beispielsweise Simone Willig, die professionelle Musiktherapeutin ist und die auch einiges zum Thema Demenz weiß oder auch Dinge, die mit Pflegethemen zusammenhängen. Dazu gehören auch Grundlagen der Medizin. Teilweise überlappen sich diese Themen auch. Das wäre jetzt zum Beispiel der Twitter-Kanal der Medizinredaktion. Und wenn ich jetzt hier oben wieder in Suche unser Thema eingebe, nämlich Demenz, mache ich das mal eben, dann sehen Sie jetzt auch wieder die ganzen Treffer zu diesem Thema. Wenn ich jetzt hier auf das Rädchen klicke, dann sehe ich hier die Funktion, den Listen hinzufügen oder daraus entfernen. Ich klicke jetzt mal hier drauf. Und jetzt könnte ich hier zu unserem Schwerpunkt Demenz ein Häkchen setzen. Und damit wäre der Kanal Wegweiser Demenz von Twitter in unsere Liste integriert. So, jetzt habe ich ja gerade gesagt, wenn ich jetzt hier oben Demenz eingebe, gibt es auch noch andere, vielleicht interessante Kanäle? Nehmen wir jetzt einfach mal die beiden Demenzberatungen. Da können Sie sich dann immer anschauen, ob dieser Kanal überhaupt etwas für Sie ist. Und auch hier kann ich dann jetzt wieder auf das Rädchen gehen. Wenn ich jetzt sage, dieser Kanal interessiert mich, jetzt hier im Falle des DZD als Organisation, klicke ich also wieder auf Listen hinzufügen, klicke auf Demenz und auch dieser Kanal ist dann integriert. Und so weiter und so fort. Sie verstehen das Prinzip, wie das jetzt funktioniert. So kann man sich auf relativ schnelle Weise
zahlreiche Listen zu unterschiedlichen Themen zusammenstellen. Im Demenzbereich wären sicherlich auch solche Themen wie Diabetes, Depression oder auch das Thema Herz und Kreislauf von Interesse. Und wenn Sie jetzt so unterschiedliche Themen haben, dann könnten Sie jetzt auch auf Twitter nach Organisationen, Experten, Einzelpersonen suchen, die gerade zu diesen Schwerpunkten interessante News und Informationen in Twitter veröffentlichen, mit anderen Menschen tauschen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann klicken Sie einfach auf Abonnieren. Es werden noch weitere solche Erklärvideos in nächster Zeit folgen unter dem Titel Demenzwissen im Social Web.